Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und Freunde der pflanzlichen Ernährung. Wenn ein Kongress über pflanzliche Ernährung stattfindet, dann ist es sicher richtig, dass man auch benennt, warum die Pflanzen so wichtig sind in der Ernährung des Menschen. Da sind zunächst zwei Dinge zu nennen. Auf der einen Seite, die Ballaststoffe finden sich nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Wir wissen, wie wichtig die Ballaststoffe sind. Wenn Sie mehr Ballaststoffe aufnehmen möchten, geht es nicht über tierische Produkte. Die enthalten null Ballaststoffe. Sie müssen dann mehr Pflanzen essen. Und die zweite Gruppe, die besonders ist, sind, wie der Name sagt, die sekundären Pflanzenstoffe in den Pflanzen, die verschiedene gesundheitliche Wirkungen haben, die in den letzten 10, 20 Jahren relativ intensiv beforscht worden sind. Aber wir wissen längst noch nicht alles über diese interessante Pflanzengruppe. Und damit möchte ich dann meinen Vortrag beginnen. Ich darf Ihnen noch erzählen, dass ich von der Universität in Gießen komme. Falls Sie mal nach Gießen kommen sollten, es lohnt sich, das Liebig-Museum zu besichtigen. Der Justus von Liebig, ein berühmter Chemiker im 19. Jahrhundert, wird als Vater der Ernährungswissenschaften und auch als Vater der modernen Landwirtschaft genannt. Dieses ist, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich mache ein paar Vorbemerkungen, werde die Begriffe definieren, etwas zur Historie sagen, dann über die Eigenschaften und Merkmale dieser Pflanzenstoffe sprechen und besonders über die Gesundheitswirkungen, die uns hier besonders interessieren, werde dann einige Empfehlungen geben und zu Schlussbemerkungen kommen. Die erste Vorbemerkung ist, dass alles mal sehr pflanzlich angefangen hat, offensichtlich. Der junge Mann hier schaut zwar sehr skeptisch rein, man weiß nicht so genau, ob er jetzt skeptisch ist, weil es Pflanzen sind oder weil er der ganzen Sache irgendwie nicht traut. Dieses ist die zweite Vorbemerkung. Es ist interessant, dass unsere nächsten Verwandten im Tierreich uns genetisch sehr, sehr ähnlich sind. Und deshalb hat die Zeit vor 2 Jahren schon mal gefragt, brauchen wir Menschenrechte für die Tiere? Das wäre sicher auch ein interessantes Thema hier für den WetMed-Kongress. Vielleicht kann man dieses Thema beim nächsten Mal aufgreifen. Was für uns als Ernährungswissenschaftler noch interessanter ist, ist die Tatsache, dass unsere nächsten Verwandten im Tierreich fast 100% pflanzliche Nahrung verzehren. Sie sehen hier die Zahlen zwischen 95% und 98% sind pflanzlicher Art. Und dann noch diese Vorbemerkung. Unsere alten Kulturen haben sich überwiegend von Pflanzen ernährt. Es wird ja oft darüber gesprochen, dass die menschliche Kultur auch deshalb entstanden ist, weil der Mensch gelernt hat, Fleisch zu essen. Aber es spricht auch einiges dagegen. Und ich glaube, auch dieses ist ein Beweis dafür, dass es vielleicht die Pflanzen waren und nicht das Fleisch, was diese Kulturleistungen vollbracht hat. Und dieses ist die letzte meiner Vorbemerkungen. Weil wir über sekundäre Pflanzenstoffe sprechen, ist es immer interessant, ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Und hier sehen wir eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1983, wie Sie hier sehen, im National Geographic. Da wird gesagt, Krebs, reduzieren Sie Ihr Risiko. Hier verspricht niemand, dass man sich gegen Krebs schützen kann, aber dass man das Risiko deutlich senken kann. Und wenn Sie diese Lebensmittel hier anschauen, dann müssen Sie lange suchen, bevor Sie ein tierisches Produkt finden. Das sind eigentlich nur die Pflanzen. Nicht mal der Heilbutt taucht hier auf, dem würde man das am ehesten noch zutrauen. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil man dort natürlich zu der Zeit viel über Vitamine und über Mineralstoffe wusste, aber sehr wenig über sekundäre Pflanzenstoffe. Heute wissen wir, dass gerade die sekundären Pflanzenstoffe hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und damit komme ich zum Anfang der sekundären Pflanzenstoffe. Es war Professor Albrecht Kossel, der im Jahre 1891 hier in Berlin einen Vortrag gehalten hat. Er ist übrigens Nobelpreisträger, der gesagt hat,
die wesentlichen Bestandteile der Zelle bezeichnen wir als primär und diejenigen, die nicht in jeder Zelle gefunden werden, als sekundäre Pflanzenstoffe. Und seit der existiert dieser Begriff, ist ein bisschen umstritten, denn wir finden diese sekundären Pflanzenstoffe in fast allen Zellen, in der Pflanze ohnehin, aber auch in tierischen Geweben. Eine kurze Historie, die auch viel länger sein dürfte, aber ich will Ihnen hier einige der wichtigen Stationen aufzeigen. Kossel hatte ich schon gerade erwähnt, der hat das auch veröffentlicht, kann man heute auch noch nachlesen. Im Jahre 1891 sprach er eben von diesen sekundären Bestandteilen. Es war Bircher Benner, der 1903 sein erstes Buch veröffentlicht hat, wo er von der Sonnenenergie gesprochen hat. 1903 war eine Zeit, da wussten wir noch nichts über Vitamine und natürlich nichts über sekundäre Pflanzenstoffe. Und er hat es einfach mit diesem Begriff gekennzeichnet, dass da eine Energie vorhanden ist, die er aber nicht näher benennen konnte. Und es war dann St. Georgi, der in den 30er Jahren die Flavonoide zum ersten Mal beschrieben hat. Das ist ein Teil dieser sekundären Pflanzenstoffe, der übrigens dann im folgenden Jahr 1937 auch den Nobelpreis bekommen hat. Dann war es Kohlert, der den Vollwert der Nahrung beschrieben hat in den 40er und 50er Jahren. Der hatte auch keinen besseren Begriff. Er hat diese Substanzen Auxone genannt. Dieser Name oder dieser Begriff hat sich nie eingebürgert und heute sagen wir eben sekundäre Pflanzenstoffe. Und Professor Kühnau, ein Biochemiker aus Hamburg, den ich noch kennenlernen durfte, hat zum ersten Mal in deutscher Sprache dann über diese Flavonoide einen größeren Beitrag geschrieben. Auch der ist nachzulesen, wer sich für die Geschichte interessiert, sehr interessant. Nun, die Pflanze synthetisiert diese Stoffe und deshalb ist es erstmal wichtig zu fragen, welche Bedeutung haben diese sekundären Pflanzenstoffe denn für die Pflanze? Es sind einmal effektive Abwehrstoffe gegen Pflanzenfresser, aber auch gegen Pathogene wie Viren, Bakterien, Pilze und Insekten. Und die Pflanze ist mindestens so egoistisch wie wir Menschen. Die synthetisiert diese Substanzen nicht für uns, sondern für sich selber, um sich zu schützen. Aber unser Körper hat eben gelernt, diese Substanzen in gleicher Weise für unseren Stoffwechsel zu nutzen. Es dient dann außerdem als Schutz vor UV-Strahlung und Starklicht und natürlich als Lockmittel für Bestäuber und Samenverbreiter. Also diese Substanzen haben eine breite Wirkung und sind ganz wichtig für die Pflanzen. Und wie ich gerade sagte, diese Abwehrstoffe schützen den Menschen gegen Antigene, gegen Krankheitserreger und auch gegen Gifte und Krankheiten. Dieses sind einige der Eigenschaften der sekundären Pflanzenstoffe. Sie werden, wie schon gesagt, nur von Pflanzen gebildet. Sie besitzen keinen Nährstoffcharakter, haben also auch keinen kalorischen Wert. Sie werden als semi-essentiell bezeichnet, haben toxische, aber meist gesundheitsfördernde Wirkungen. Es soll über 250.000 dieser sekundären Pflanzenstoffe geben und an die 10.000 etwa sind bisher bekannt. Also da gibt es noch viel zu tun. Und hier ist dann der englische Begriff, wenn Sie die englische Literatur lesen, dann spricht man entweder von Phytochemicals oder auch von Phytonutrients. Und hier ist so eine Übersicht über die Anzahl der sekundären Pflanzenstoffe und wie Sie hier sehen können, sind einige wie die Flavonoide sehr zahlreich mit 6.500 angegeben, aber bei vielen ist die Zahl auch nicht bekannt. Und diese Aussage, viele sekundäre Pflanzenstoffe sind noch unerforschtes Terrain, das gilt auch heute noch, obwohl derzeit relativ viel auf diesem Gebiet geforscht wird. Einige weitere Merkmale dieser sekundären Pflanzenstoffe, sie sind chemisch sehr unterschiedlich, viele verschiedene Verbindungen. Sie kommen teilweise nur in bestimmten Pflanzen vor, also in einigen kommen sie vor und in anderen eben nicht. Und es handelt sich, und das ist eben die Wichtigkeit für die Pflanzen, um Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe. Sie beeinflussen den Stoffwechsel, auch beim Menschen.
Sie kommen meist in sehr geringen Mengen vor. Die übliche Zufuhrmenge bei uns liegt zwischen 0 bis 3 Gramm pro Tag, immer abhängig davon, wie viel Pflanzen verzehrt werden und auch welche Pflanzen verzehrt werden. Und um es gleich vorwegzunehmen, sekundäre Pflanzenstoffe können auch giftig sein. Da gibt es viele Beispiele, die kommen besonders auch in den sogenannten Heilkräutern vor. Aber was wir an Nahrung zu uns nehmen, sind natürlich Pflanzen, die nicht giftig sind. Aber hier habe ich einige aufgeführt, die bekannteren. Das Solanin findet man in grünen Nachtschattengewächsen, also in grünen Tomaten, in grünen Kartoffeln. Und da ist man gut beraten, diese Stellen auszuschneiden, denn das Solanin, wie Sie hier sehen, kann zu Übelkeit, zu Erbrechen und so weiter führen. Und dann der Fliegenpilz ist ein weiteres Beispiel. Das hat der Mensch aber gelernt, dass diese Pilze giftig sind und unterscheidet dann entsprechend. Und hier haben wir eben auch eine nachteilige Wirkung. Also so viel zu den giftigen Substanzen, das ist ein ganzes Gebiet für sich. Aber wir wollen ja heute über die Substanzen sprechen, die in den Pflanzen enthalten sind, die wir üblicherweise verzehren. Wir haben vor vielen Jahren schon, Sie sehen hier 1995, eine Zusammenstellung gemacht über die Wirkungen sekundärer Pflanzenstoffe, soweit es damals nach der Literatur zu entnehmen war. Und Sie können hier sehen, dass es ganz viele Stoffgruppen gibt. Die 10 wichtigsten sind hier aufgeführt. Ich werde einige später noch weiter erläutern. Und sie haben ganz viele wichtige Eigenschaften, die hier unten aufgeführt sind. Antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ, antithrombotisch, immunmodulierend. Sie verhindern Entzündungen, regulieren den Blutdruck, senken den Cholesterinspiegel, regulieren den Blutzucker. Sie sehen also ganz, ganz viele Sachen, die auch heute gut belegt sind in wissenschaftlichen Untersuchungen. Wir haben dann später eine andere Zusammenstellung gemacht, wo dann die Lebensmittel aufgeführt sind. Sie sehen hier ganz viele Gemüse, die diese Substanzen enthalten, aber auch Obst und Getreide. Wie wir gerade gehört haben, sollen sie ja auch besonders viel in Nüssen vorkommen. Und einige dieser Substanzen, wie die Phenolsäuren, kommen eigentlich in allen pflanzlichen Lebensmitteln vor und auch die Flavonoide. Es gibt aber andere, die kommen nur in einigen Pflanzen vor, wie zum Beispiel die Phytosterine. Hier die Phytosterine, die kommen in erster Linie im Getreide vor. Ich habe auf der nächsten Folie dann noch ergänzt, das müsste man noch viel weiter erweitern, dass Hülsenfrüchte, Beeren, Kräuter und Nüsse ganz wichtige Träger von diesen sekundären Pflanzenstoffen sind. Und ich würde gerne, nachdem wir diesen Quiz gehört haben, nachher nochmal überprüfen, ob das tatsächlich stimmt, ob die Nüsse mehr ein höheres antioxidatives Potenzial haben als die Beeren. Ich würde das mit einem Fragezeichen versehen, habe es dann auch so beantwortet und musste mich dann hinsetzen. Will ich aber überprüfen. Hier ist eine Zusammenstellung aus einer der zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema, die sich zu den Schutzstoffen in pflanzlichen Lebensmitteln äußern. Und hier wird gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht, bei diesen Krankheiten hier, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Bluthochdruck, ist die Evidenz, dass diese pflanzlichen Substanzen helfen, überzeugend. Bei Krebs ist die Evidenz etwas geringer, nämlich wahrscheinlich. Und bei diesen ist die Evidenz möglicher. Und da wird ganz viel aufgezählt, wie Demenz, Adipositas, Arthritis, Asthma, Osteoporose, Makuladegeneration und so weiter. Sie sehen also, ein weites Spektrum dieser Zivilisationskrankheiten werden durch diese Substanzen beeinflusst und in einigen Fällen eben mit überzeugender Evidenz. Das ist immer ein großer Streitpunkt in der Wissenschaft mit dieser Evidenz, weil die meisten Informationen dieser Art kommen von den Epidemiologen. Und deshalb möchte ich einiges dazu sagen. Die Epidemiologie, die macht Beobachtungen über die Verbreitung, Ursachen und Folgen von gesundheitsbezogenen Zuständen
und Ereignissen in Bevölkerungen oder Populationen. Das ist also eine Definition. Das heißt aber, diese Beobachtungsstudien liefern Korrelationen, jedoch keine Kausalitäten. Also die Ursache-Wirkungsbeziehungen, die Beweise sind durch die epidemiologischen Studien eigentlich nicht gegeben. Aber, oder in anderen Worten, man kann es auch so sagen, die Epidemiologie liefert Hinweise, aber keine Beweise. Aber sehr starke Hinweise werden als Beweise akzeptiert, nämlich dort, wo die Evidenz überzeugend ist. Und was noch ganz wichtig ist und was in vielen dieser Diskussionen untergeht, ist, dass der letzte Satz hier, oft werden statistisch nicht relevante Daten überhaupt nicht veröffentlicht. Also wenn man alle Untersuchungen, die gemacht worden sind bisher, veröffentlicht bekäme, dann sähe wahrscheinlich die Wirksamkeit dieser Substanz nicht ganz so gut aus, wie sie heute dargestellt wird. Das gehört auch zur Wahrheit, wenn man über diese Substanzen bzw. über diese Einflüsse spricht. Und noch eine Sache, die ich auch gewissermaßen noch einleitend sagen wollte, wenn man über Krankheitsprävention spricht, dann interessiert uns als Ernährungswissenschaftler eigentlich nur die Primärprävention. Also Ernährung und Bewegung, die primär was verändern können. Auf die anderen drei will ich hier nicht eingehen. Sie sind hier zwar aufgeführt, damit Sie sehen, dass es vier Stufen gibt, eine sehr interessante Sache. Was aber in letzter Zeit immer deutlicher wird, und darüber wird auch immer mehr gesprochen, ist dieses hier bei der Krankheitsprävention, nämlich auf der einen Seite die Verhaltensprävention, auch personale Prävention genannt. Da geht es um das Gesundheitsverhalten des Individuums. Heute wird das dann auch als Lifestyle Medicine oder neuerdings auch als Lifestyle Management bezeichnet. Auch da gibt es im Moment gerade interessante Diskussionen, wie man das wirklich benennen soll und wer hier wirklich zuständig ist. Und das andere, was in der Vergangenheit vielleicht zu viel vernachlässigt wurde, ist die Verhältnisprävention, also die strukturelle Prävention. Das heißt, wenn ein Mensch in einer Umgebung lebt, wo es gar nicht die Möglichkeit gibt, sich gesund zu verhalten, dann ist das schwierig. Und da ist nicht nur das Individuum gefordert, sondern da sind unsere Institutionen, die Politik, der Gesetzgeber und so weiter gefordert, dass bei Arbeit, in der Familie, in der Freizeit und in der Umwelt Bedingungen herrschen, die es jedem erlauben, sich gesund zu verhalten und auch gesund zu ernähren. Also so viel dazu. Und jetzt will ich einige dieser sekundären Pflanzenstoffe etwas näher vorstellen. Ich kann sie Ihnen nicht alle berichten in der Zeit, die ich habe. Hier sehen Sie ein paar Beispiele. Also bei Tomaten dieses Lycopin, eine interessante Substanz. Aber Sie sehen, die kommt nur in sehr geringen Mengen vor. Und auch das Beta-Carotin in den Karotten, das sind Milligrammmengen, die in 100 Gramm dieser Lebensmittel enthalten sind. Und davon wird immer nur eine sehr geringe Menge aufgenommen, nämlich 1 oder 2 Milligramm pro Tag. Also sehr wenig, was aber, wenn es regelmäßig gemacht wird, ausreicht, um diese günstigen Wirkungen zu erreichen. Und die Wirkungen sind hier nochmal aufgeführt. Ich hatte sie vorhin ja schon mal vorgelesen. Und wenn man sich so eine Substanz wie die Carotinoide etwas näher vornimmt, dann stellt man fest, dass es da hochinteressante Unterschiede gibt. Zum Beispiel, das viel diskutierte Beta-Carotin findet sich in erster Linie in der Aprikose und nicht in anderen Lebensmitteln, wo man es vermuten würde. Oder das Lycopin, was ich gerade erwähnt habe, ganz besonders viel in der Wassermelone. Sie sehen hier also Riesenunterschiede zwischen diesen verschiedenen Substanzen. Das Gleiche gilt für die Gemüse. Auch hier sehen Sie, dass zum Beispiel das Lutein und Zeaxanthin, hat viel mit der Makuladegeneration zu tun, besonders im Grünkohl zu finden ist. Spinat ist da weit abgeschlagen und die anderen Lebensmittel hier, die natürlich andere Substanzen enthalten, haben, was Carotinoide angeht, spielen hier keine große Rolle. Also ganz große Unterschiede.
Irgendwann werden Sie merken, dass hier Grünkohl mein Favorit ist, weil es sich lohnt, dieses Lebensmittel öfter zu essen. Hier im Berliner Raum wird das ja auch gemacht. In Norddeutschland, wo ich herkomme, war das im Winter sowieso Standardgericht. Wo ich jetzt lebe, in der Frankfurter Gegend, Grünkohl kaum bekannt. Es ist schon interessant, wie groß die Unterschiede auch in Deutschland regional sind. Hier ist eine Veröffentlichung aus der berühmten Nurses Health Study, wo gezeigt wird, inwieweit die Carotinoide beim Lungenkrebs eine Rolle spielen. Und hier sieht man, wenn man die verschiedenen Carotinoide, das sind ja alles Carotinoide, hier anschaut, dann sind die Wirkungen durchaus unterschiedlich. Das Alpha-Carotin hat übrigens hier die größte Wirkung. Und die Wirkung ist natürlich noch größer, also hier wird das relative Risiko angegeben, immer verglichen die erste Quantile mit der fünften Quantile, das heißt, die Menschen, die am wenigsten von dieser Substanz aufgenommen haben, mit denen, die am meisten von dieser Substanz aufgenommen haben. Und dann haben Sie hier eine Senkung des Risikos um etwa 30%. Und das ist ja schon erwähnenswert, dass man das erreichen kann, nur mit dieser einen Substanz, nämlich die Carotinoide. Hier etwas zur Bioverfügbarkeit vom Beta-Carotin, das sind dann eher auch praktische Anmerkungen. Hier sieht man, dass mit einer Fleischernährung weniger Beta-Carotin zugeführt wird als mit der Vollwerternährung, die auch 1 bis 2 Fleischmahlzeiten pro Woche erlaubt, aber eben auch als vegetarische Variante praktiziert werden kann. Und die Rohkosternährung, das ist nicht verwunderlich, dass man mit dieser Kost deutlich mehr Beta-Carotin aufnimmt. Aber wichtig ist jetzt der Vergleich, nämlich wenn man die Plasmakonzentration misst, und da sieht man, dass obwohl in der Rohkosternährung die meisten Beta-Carotinoide aufgenommen werden, im Plasma ist die Konzentration nicht die höchste. Das heißt also, aus rohen Lebensmitteln werden diese Substanzen nicht so gut aufgenommen wie aus erhitzten Lebensmitteln. Und das wird hier nochmal in einem größeren Zusammenhang dargestellt. Hier sehen Sie aufgeführt, ob die Bioverfügbarkeit hoch ist, das trifft für diese Substanzen zu. Ob sie mittelhoch ist, das sind dann 3 bis 15%, das trifft für diese sekundären Pflanzenstoffe zu. Oder ob sie niedrig ist, unter 3%. Und Sie sehen da die Carotinoide aus unerhitzten Lebensmitteln. Hier die Carotinoide aus erhitzten Lebensmitteln. Also ein deutlicher Unterschied. Und das wird nochmal sichtbar, oder ich will das nochmal deutlich machen, wie das aussieht. Das heißt, Beta-Carotin wird zu etwa 25% aus gekochten Karotten resorbiert, also landet in unserem Körper. Das Beta-Carotin wird zu etwa 3% aus rohen Karotten resorbiert. Praktische Konsequenz, was sollte man machen? Hier ist meine Empfehlung. Sowohl als auch. Denn wir essen die Karotten ja nicht nur wegen der Carotinoide, wir essen sie auch wegen der Ballaststoffe. Und man weiß, wenn Ballaststoffe erhitzt werden, ist die Wirkung deutlich vermindert. Sie ist noch vorhanden, aber nicht so stark wie mit rohen Lebensmitteln. Hier ist nochmal aufgeführt der Einfluss durch Erhitzen. Sie sehen hier, dass die Wirkung dieser Substanzen, hier ist es das Quercetin, eine Substanz, die das Krebsgeschehen beeinflussen kann, wenn die Lebensmittel gekocht werden oder erhitzt werden, dann sehen Sie, ist die Menge, die vorhanden ist, deutlich verringert im Gegensatz zur Rohware. Also auch das muss man berücksichtigen, wenn man sagt, aus gekochten oder erhitzten Lebensmitteln nimmt man mehr auf, aber gleichzeitig wird auch mehr zerstört. Und auch hier wäre dann die Empfehlung, wenn, dann durchaus erhitzt, aber auch roh zu verzehren. Hier ist die Information darüber, dass Supplemente auch den Schutz
Effekt schwächen können. Das ist aus dieser berühmten Kerr-Studie, von der Sie sicher schon mal gehört haben, die dann letztlich abgebrochen wurde, weil man festgestellt hat, dass eine Supplementierung mit Beta-Carotin dazu geführt hat, dass die Krebshäufigkeit angestiegen ist. Also nicht in jedem Fall ist eine Supplementierung mit diesen Substanzen als isolierte Substanz gegeben der richtige Weg. Es ist aber wichtig, diese Untersuchung zu machen, um dann auch festzustellen, dass es tatsächlich so ist. Und hier sind dann zwei Vergleiche gemacht. Einmal nochmal verglichen mit hohem Apfelverzehr, mit Supplementen war die Risikosenkung deutlich geringer, als wenn man kein Beta-Carotin gegeben hat. Und das Gleiche traf zu bei gleichzeitigem hohen Kohlverzehr, wo im Placebo die Senkung des Risikos deutlich ausgeprägter war. Das heißt also, Supplemente helfen nur bei nachgewiesenem Mangel. Das ist ja auch ein Thema, das wurde schon mal kurz angesprochen, dass Supplemente in vielen Fällen eben nicht die Wirkungen bringen, die man sich erwartet. Aber wir sind sehr dankbar, dass es diese Supplemente gibt, denn wenn ein Mangel vorliegt, kann man sie hilfreich einsetzen. Hier ist eine Information aus dieser großen Health Professionals Follow-up-Studie von der Harvard-Universität, wo gezeigt wird, dass wenn Tomaten verzehrt werden im Vergleich zum Auftreten von Prostatakrebs, da sieht man, dass Personen, die mehr als zwei Portionen pro Woche gegessen haben, im Vergleich zu Personen, die weniger als eine Portion im Monat verzehren, dass das relative Risiko deutlich gesenkt ist, nämlich um 23%. Und beim Lycopin war es eben ähnlich. Wenn man diese erste und fünfte Quintile vergleicht, ist das Risiko gesenkt. Also auch hier zeigt sich die Wirkung von dem sekundären Pflanzenstoff Lycopin. Ich will nochmal auf den Grünkohl zu sprechen kommen, der üblicherweise ja mit Pinkel gegessen wird. Die Experten kennen sich da aus. Hier wird gezeigt, dass der Grünkohl 0,25 Promille an Lutein enthält. Und wie ich schon erwähnte, ist es besonders wichtig bei altersbedingter Makuladegeneration. Auf der anderen Seite gibt es diese Tagetes-Blütenblätter, die enthalten 8,5 Promille Lutein, also das 36-fache. Und da ist die Frage, was sollte man jetzt essen? Grünkohl oder Tagetesblüten? Also haben Sie schon mal Tagetesblüten gegessen? Schmecken überhaupt nicht. Man muss sie irgendwie ganz kräftig irgendwo untermischen, damit der Geschmack untergeht, aber wie oft hat man Tagetesblätter zur Verfügung und wie viel isst man davon? Also hier die praktische Empfehlung heißt, Grünkohl essen, wer es dekorieren möchte mit Tagetesblüten, ist in Ordnung, aber darauf sollte man sich nicht verlassen, wenn man Lutein zuführen will. Dann eine andere Substanzgruppe, die Phytoöstrogene. Auch hier sehen Sie, dass der Gehalt in den verschiedenen Pflanzen, hier Soja und Roggen als Beispiele, etwas höher liegt, als wie wir es vorher gesehen haben, aber dass die Menge, die aufgenommen wird, sehr gering ist. Die liegt zum Teil bei 1 oder 2 Milligramm, kann etwas höher sein, aber es sind sehr geringe Mengen, die aber trotzdem diese Wirkungen, die hier aufgeführt sind, verursachen. Und dazu habe ich dann auch noch einige andere Informationen, hier sind die wichtigsten dieser Phytoöstrogene aufgeführt. Besonders untersucht worden ist das Genistein und dieses Resveratrol, von dem man inzwischen sehr viel gehört hat. Das kommt in Trauben und Rotwein vor und dieses FP bedeutet, das ist diese berühmte Erklärung für das French Paradoxon, wo man festgestellt hat, dass die Franzosen sehr viel mehr Fett essen als die Amerikaner und auch andere Dinge ernährungsmäßig nicht so günstig machen und trotzdem deutlich weniger koronare Herzkrankheiten hatten.
Und dann hat man alles untersucht, was man untersuchen konnte, und hat dann letztlich festgestellt, es muss am Rotwein liegen, denn die Franzosen trinken 10-mal so viel Rotwein wie die US-Amerikaner. Und in der Tat hat es dann dazu geführt, dass man diese Substanz isolieren oder identifizieren konnte, die tatsächlich dazu beiträgt, dass die Krankheitshäufigkeit dadurch begrenzt wird, durch die Aufnahme dieses sekundären Pflanzenstoffs. Und hier habe ich einige der Untersuchungen, die gemacht worden sind mit den Phytoöstrogenen. Und da zeigt sich, dass die Asiaten deutlich höhere Mengen an Phytoöstrogenen aufnehmen als wir hier im Westen. Und dass Brust- und Prostatakrebs in asiatischen Bevölkerungsgruppen seltener vorkommt. Und diese Phytoöstrogene haben auch biologisch vielfältige Vorteile. Sie haben eine geringe Toxizität und fast keine Nebenwirkungen. Und neben den antioxidativen Eigenschaften und der Apoptose, also dem Zelltod, erfolgen auch epigenetische Modifikationen. Und diese epigenetischen Modifikationen werden immer wichtiger. Und in neueren Untersuchungen stellt man eben immer wieder fest, dass die Epigenetik durch sekundäre Pflanzenstoffe beeinflusst wird. Ich glaube, ich habe noch ein weiteres dazu. Ja, auch hier die Phytoöstrogene noch einmal. Sie wirken, das ist inzwischen untersucht worden, auf Östrogenrezeptoren, auf Zellsignalwege, regulieren den Zellzyklus, Zelltod und die Steroidsynthese. Also sie wirken haben die verschiedenen Mechanismen, um hier positiv einzugreifen. Und hier wird das dann nochmal betont, dass die Phytoöstrogene positiv bei Brustkrebs durch ihre Fähigkeit wirken, dass sie die lokale Östrogensynthese hemmen und zu epigenetischen Veränderungen führen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen wissen, was die Epigenetik bedeutet. Hier ist es nochmal kurz in Kurzform dargestellt. Die Epigenetik kann die Aktivität eines Gens und damit die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegen. Die Änderung der Genfunktion beruht nicht auf Mutation, das ist also ganz wichtig, aber kann dennoch an Tochterzellen weitergegeben werden. Das ist eine Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor 30, 40 Jahren, als man viel in diese Richtung geforscht hat, da sprach man immer von dem vielen Müll in der Zelle, weil man nicht wusste, wofür diese ganzen Substanzen, die die DNA begleiten, wofür die überhaupt wichtig sind. Das hat man aber inzwischen erkannt, und damit kann man auch diese epigenetischen Veränderungen sehr gut erklären heute. Dann einiges zu den Flavonoiden. Auch hier sieht man wieder, die Mengen sind relativ gering, aber hier ist die Aufnahme etwas höher, und die Flavonoide in den vielen Pflanzen, in denen sie vorkommen, haben eben diese Wirkungen, die hier aufgeführt sind. Das wiederholt sich ein bisschen, aber ist alles gut belegt in Untersuchungen. Übrigens, viele dieser Untersuchungen wurden ursprünglich in Gewebekulturen oder auch in Tierexperimenten gemacht. Inzwischen hat man auch gute Daten aus Untersuchungen am Menschen. Aber der Mensch ist eben ein sehr kompliziertes Untersuchungsmodell, deshalb ist der Aufwand sehr viel größer, ist sehr viel teurer, diese Untersuchungen zu machen, aber inzwischen liegen da auch gute Daten vor. Und hier ist so ein Beispiel, auch ein praktisches Beispiel. Hier sieht man wieder mal die Bioverfügbarkeit von diesen Anthocyanen verglichen aus Rotwein und Traubensaft. Und ich hatte gerade erwähnt, dass die Franzosen offensichtlich davon profitiert haben, dass sie viel Rotwein getrunken haben, weil sie unter anderem auch diese Anthocyane aufgenommen haben. Aber hier sieht man, dass der Traubensaft viel wirkungsvoller ist. Und dann ist die Frage, was sollte man tun? Und das ist meine Antwort. Keinen Saft trinken, sondern die Trauben essen. Gut kauen. Denn die meisten Substanzen sind in der Schale vorhanden und nicht im Inneren. Aber wer den Rotwein genießen will, kann das ja machen. Aber nicht mit der Entschuldigung, dass er besonders viel sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen möchte.
dann sollte er lieber die Trauben essen bzw. den Traubensaft trinken. Und hier ist eine interessante Beobachtung, die sich durch die wissenschaftliche Literatur zieht, dass Bindungsproteine für diese sekundären Pflanzenstoffe eine ganz besondere Rolle spielen. Also hier sind einige erwähnt, diese Bindungsproteine für Flavonoide wie Myrcetin, Quercetin und Kämpferol und auch die Isothiocyanate aktivieren bestimmte Transkriptionsfaktoren und damit wird eine antioxidative Genexpression induziert. Also Sie sehen, man kommt den Mechanismen immer näher, warum diese Substanzen so wirkungsvoll sind. Ups. Und hier eine Substanz, die eben an der Zelloberfläche gebunden wird. Zusammenfassend aus diesen Untersuchungen, und dies ist nur ein Beispiel, ist, dass Zielproteine unverzichtbar sind für sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, die Wirkung dieser sekundären Pflanzenstoffe ist sehr davon abhängig, welche Proteine in den verschiedenen Lebensmitteln vorhanden sind. Ups. Und dazu habe ich einige Beispiele, zum Beispiel dieses Epikatechin und Milch. Die Geschichte geht folgendermaßen. Im Kakao finden sich hohe Konzentrationen dieser Substanz, da finden sich aber auch andere Antioxidantien, und dieses Epikatechin schützt vor freien Radikalen. Nun ist es aber so, dass Milchproteine Komplexe bilden mit den Flavonoiden und deshalb hat die Milchschokolade praktisch keinen Einfluss auf die Konzentration der Antioxidantien im Blut. Also, und dann weitergehend, der gleichzeitige Konsum von Milch verhindert auch den positiven Effekt von Bitterschokolade. Das sind die Informationen, die wir haben und dann kommt wieder die Frage, was sollen wir machen, was tun wir? Und hier ist meine Empfehlung. Bitterschokolade genießen, aber keine Milch dazu trinken. Sonst werden diese interessanten Substanzen gebunden und können nicht wirken. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das vielleicht noch überzeugender ist, die Katechine und die Milch. Katechine gehören auch zu den Polyphenolen und zu der Gruppe der Flavonoide. Und diese kommen in vielen Pflanzen vor, besonders im Tee. Sie haben ein hohes antioxidatives Potenzial. Die gleichzeitige Zufuhr von Nahrungsproteinen, das kann jetzt die Milch sein, wie ich es schon erwähnt habe, oder auch das Milchprotein selbst, Casein, aber auch Sojaprotein, reduziert die Bioverfügbarkeit der Katechine drastisch. Also wer das gleichzeitig aufnimmt, hat von diesen positiven Wirkungen praktisch nichts. Und hier wieder die Empfehlung, Tee ohne Milch trinken. Und interessant, diese Information habe ich gerade gelernt, 98% der Engländer, die ja Teetrinker sind, trinken Tee mit Milch. Ganz großer Fehler. Müssen wir vielleicht Tim Keys mal mit auf dem Heimweg geben, damit er seinen Landsleuten erzählt, wenn Tee, dann bitte ohne Milch, damit sie diesen Vorteil, diese Substanzen erhalten. Hier ist das nochmal aufgeführt, grafisch dargestellt. Hier sieht man, dass grüner und schwarzer Tee heilsame Wirkungen haben wegen dieser Inhaltsstoffe. Aber wenn Sie grünen oder schwarzen Tee mit Milch oder mit Casein oder mit Sojaprotein gleichzeitig aufnehmen, dann geht dieses antioxidative Potenzial verloren. Also eine wichtige praktische Maßnahme. Hier eine weitere Untersuchung, eine neuere Veröffentlichung. Das kommt in, also dieses Capsaicin kommt in Chilischoten vor. Und das hat man jetzt untersucht bei Übergewichtigen gegenüber Krebs. Und da hat man gute Wirkungen festgestellt, weil diese Substanz das Überleben, Wachstum und Antigenese und Metastasierung von Krebszellen behindert. Also und auch hier, der Mechanismus ist untersucht worden, diese Substanz beeinflusst multiple Signalwege, Onkogene
und Tumorsuppressorgene in verschiedenen Krebsmodellen. Also man kommt in der neueren Forschung diesen Mechanismen immer näher und daraus können wir natürlich viel lernen, wie wir es dann auch in der Praxis handhaben sollten mit diesen Lebensmitteln. Und auch diese Forschung geht weiter, dass man feststellt, dass bestimmte Substanzen nur an bestimmten Stellen im Körper wirken. Und hier ist ein Beispiel dafür. Hier hat man also 834 Fälle untersucht, kolorektalen Krebs und 939 Kontrollen. Und da hat man festgestellt, dass der proximale Darmkrebs mit einem hohen Verzehr von Kohl um 38% gesenkt werden kann. Beim distalen Darmkrebs wurde durch eine hohe Zufuhr von dunkelgelben Gemüsen eine ähnliche Wirkung erzielt und durch Äpfel um 49%. Sie sehen also, dass bestimmte Lebensmittel nur in bestimmten Darmsegmenten wirken. Und was heißt das wieder für die Praxis? Wir sollten viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten und Arten essen, damit wir den vollen Benefit dieser Substanzen erhalten. Also das Fazit ist hier, unterschiedliche Früchte und Gemüse bzw. deren Inhaltsstoffe wirken an verschiedenen Darmsegmenten. Übrigens beim rektalen Krebs war kein Unterschied festzustellen. Und hier, ich glaube, das ist jetzt die letzte Untersuchung, auch weil sie ganz neu ist, wollte ich die noch erwähnen. Hier sind viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe untersucht worden, wie Sie hier sehen, auch das Kurkumin, das Genistein, Polyphenole, Indole, Lycopin und so weiter, aber auch grüner und schwarzer Tee. Sie zeigen sowohl in Experimenten als auch in klinischen Studien eine chemopräventive Wirkung gegen spontane oder karzinogen induzierte experimentelle Tumoren an mehreren Organen. Und diese Behinderung, und da kommt man eben auch in den Mechanismen weiter, finden eben statt bei dieser Krebsentwicklung, bei der Initiation, bei der Promotion und der Progression. Also hier weiß man sehr viel mehr darüber, wo diese Substanzen ansetzen. Und hier habe ich nochmal die Übersicht, das ist jetzt ein bisschen klein, aber Sie sehen die übliche Entwicklung der Krebsentstehung, Initiation, Promotion, Progression und hier sieht man, da wird blockiert, da wird unterdrückt und nochmal unterdrückt durch die sekundären Pflanzenstoffe, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen. Hier noch einmal etwas zur Kompartimentierung, eine sehr wichtige Information, die wir auch praktisch nutzen sollten. Sie sehen, Quercetin, diese Substanz, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist in Äpfeln fast ausschließlich in der Apfelschale enthalten und nicht im Fruchtfleisch. Das Gleiche gilt dann bei Birnen und Quitten. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass die Pflanze sich, wenn sie sich schützen will, das außen anlegt und nicht irgendwo im Fruchtkörper versteckt. Das muss ja mit der Umwelt in Kontakt sein. Und hier ist das Quercetin wirkt antikanzerogen, wie schon gesagt, und deshalb diese Information: Obstschälen ist ein Kunstfehler. Damit ist der gesundheitliche Wert des Apfels zum Beispiel völlig dahin. Jetzt bezogen auf Quercetin. Aber Äpfel enthalten ja noch andere Dinge, aber die wichtigen Substanzen sind in der Schale enthalten. Also den Apfel gründlich waschen, ganz wichtig, aber bitte nicht schälen. Ja, und hier ist es nochmal bestätigt, also ein Apfel besitzt ein antioxidatives Äquivalent von 800 Milligramm Vitamin C, also eine Menge, die weit über der Empfehlung liegt. 100 Milligramm werden empfohlen. Wir als Vegetarier, Veganer, Rohköstler nehmen sicher 2, 3, 4, 500 Milligramm auf, das ist auch gut so, aber ein Apfel enthält eben schon was antioxidatives Potenzial angeht, diese Menge. Deshalb werden eben auch diese Empfehlungen gegeben, 5-mal am Tag Obst und Gemüse. Gemeint sind 5 Portionen, das will ich auch dazu sagen. Und die Empfehlung für die Aufnahme von Gemüse und Obst soll täglich 5 Portionen sein, also etwa 600 Gramm.
aber nur 15% der Deutschen verzehren 5 Portionen. Also ich glaube hier wahrscheinlich mehr als 15%, aber es ist eben sehr wenig. Und hier ist das nochmal anhand der nationalen Verzehrsstudie aufgeführt. Gemüse 124 Gramm, Obst 163 Gramm, das sind die täglichen Verzehrsmengen. Sie sehen, was empfohlen wird, wir sind weit davon entfernt. Und dies sind die Depots sekundärer Pflanzenstoffe. Ich habe das eigentlich schon gesagt, ich wollte das nur noch mal zusammenführen, um Ihnen auch zu dokumentieren, dass es ganz, ganz viele Lebensmittel gibt, die wir nutzen können, um sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen. Das geht von Gemüse über Obst, Nüsse, Kräuter, Pilze und eben auch die Rohkost. Und die Rohkost möchte ich Ihnen zum Schluss noch mal ganz besonders ans Herz legen, weil die Rohkost doch viele wichtige Eigenschaften hat, nämlich es erfolgt keine Abtrennung oder Zerstörung von Inhaltsstoffen, so wie die sekundären Pflanzenstoffe. Es erfordert intensives Kauen, regt die Speichelbildung an und reinigt die Zähne als Nebenwirkung. Es verstärkt aber auch das Sättigungsgefühl, unterstützt die Verdauung, normalisiert die Transitzeit, ganz wichtig, und verhindert eben auch Völlerei. Denn die Pflanzen enthalten viele wichtige Nährstoffe und Substanzen, außerdem viel Wasser und dadurch wenig Kalorien. Wer also nicht übergewichtig werden möchte oder etwas Gewicht verlieren sollte, Rohkost ist da eine gute Antwort, kann ich sehr empfehlen. Ah, frische Brötchen, auch frisch aufgebacken, sind keine Frischkost, wird immer wieder verwechselt. Und das gilt nicht nur für die Feststoffe, sondern auch für die Flüssigkeiten. Auch dieses hier ist leider keine Frischkost. Und um auch das noch zum Schluss zu sagen, wie kompliziert oder wie schwer wir es haben als Ernährungswissenschaftler, die Dinge zuzuordnen und einzusortieren. Hier ist angegeben, wie viele verschiedene Rohkostformen alleine es gibt. Sie können das wahrscheinlich gar nicht lesen von da hinten, deshalb habe ich hier ein Bild, wo nur die vegane Rohkost aufgeführt ist. Und hier sehen Sie ganz viele Bekannte, das fängt hier an mit den Wandmacher und dem Kons und den Wolfe, aber auch hier die Ehre, der Herr Sommer ist dabei, der Schnitzer, Ann Wigmore und so weiter. Also ganz, ganz viele. Und wenn Sie jetzt untersuchen, wir haben die Rohköstler untersucht und haben uns das die Mühe gemacht, Sie haben Hunderte in der Untersuchung und letztlich lässt sich immer nur 2, 3 in einer Gruppe. Und damit können Sie kaum Aussagen machen. Also es ist nicht so leicht, diese Untersuchungen am Menschen durchzuführen. Hier sind ein ganz Teil Untersuchungen aufgeführt, neuere Untersuchungen. Ich wollte Ihnen damit nur dokumentieren. Flavonoide werden viel untersucht, Carotinoide auch weiterhin. Und es geht dann um Schlaganfall, es geht um Herzkrankheiten, es geht aber auch um Diabetes. Das werden also heute viel untersucht. Die Einzelheiten kann ich Ihnen jetzt nicht vortragen. Hier noch ein weiteres Bild dazu. Isoflavone werden untersucht, Lutein, Zeaxanthin und so weiter. Andere Phytoöstrogene auch. Und es geht dann um Osteoporose zum Beispiel, um Katarakt, aber auch um kognitive Funktionen. Also ganz vielseitige Anwendungsgebiete, die hier untersucht werden. Und dies ist jetzt die Zusammenfassung dieser neuen Veröffentlichung. Sie üben in unseren Lebensmitteln weitreichende gesundheitliche Wirkungen aus. Die positiven Ergebnisse bezüglich Krebs haben sich in den letzten Jahren etwas verringert. Für Bluthochdruck und besonders für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben sie sich erhöht. Der Einsatz von Supplementen hat keine Verbesserungen gebracht, teilweise ergaben sich negative Entwicklungen und letztlich, es lohnt sich vermehrt, Gemüse, Obst und andere pflanzliche Lebensmittel zu verzehren und den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren. Das ist die große Message all diesen Untersuchungen, die wir heute haben. Wär so eine Frage, wie viel Untersuchungen kennen Sie, die zeigen, dass pflanzliche Lebensmittel schädlich sind? Sehr wenige. Und wie viele Untersuchungen gibt es, die zeigen, dass tierische Lebensmittel schädlich sind? Ja, fast alle. Also es ist schon überwältigend. Deshalb ist man so enttäuscht, wenn die offiziellen Institutionen sich so sehr zurückhaltend zu der vegetarischen und veganen Ernährung äußern.
Das ist alles schon mal gesagt worden. Hier haben wir, ich habe an dieser Untersuchung mitgewirkt. Wir hatten 500.000 Dokumente, die geprüft worden sind. Und letztlich ist dabei herausgekommen, dieses hier, nämlich Empfehlung heißt, pflanzliche Lebensmittel überwiegend zu verzehren. Etwa 600 Gramm pro Tag, das ist die Orientierung. Und ganz zum Schluss wollte ich Ihnen dieses nicht vorenthalten, eine Entdeckung, die ich kürzlich gemacht habe. Also, Sokrates hat gesagt, Wissen heißt Handeln. Und wir lernen ja immer dazu und wichtig ist, dass wir dann unser Wissen auch umsetzen. Er hat aber auch gesagt, es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Und wir als Ernährungswissenschaftler, als Ernährungsberater haben ja diese leidvolle Erfahrung, dass es eine beratungsresistente Bevölkerungsschicht gibt. Also die es am nötigsten haben, die erreichen wir nicht. Die meisten, die wir erreichen, die wissen schon sehr viel, die wollen noch mehr wissen, beziehungsweise bestätigt bekommen, dass das, was sie wissen, auch richtig ist. Und die es wirklich nötig haben, die erreichen wir nicht. Und dann kommt unser lieber Herr Goethe. Und dieses Zitat zitiere ich schon seit 50 Jahren etwa. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun, hat der Goethe gesagt. Und ich habe mir gedacht, wenn da steht Johann Wolfgang von Goethe, dann ist das ein Original. Aber, und das habe ich jetzt entdeckt, 300 Jahre vor Goethe gab es diesen Menschen, Leonardo da Vinci, der hat das gesagt, was hier auf Italienisch steht. Wenn Sie Italienisch können, gut. Ich habe es auf Englisch geschrieben. Knowing is not enough, we must apply. Being willing is not enough, we must do. Ja, das hat der Goethe doch irgendwo gelesen, oder? Ich kann mir das nicht anders erklären. Also ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Inzwischen ist Schiller wieder an erster Stelle bei mir. Und das stammt von dem lieben Professor Kollath. Vieles ist bekannt, leider in verschiedenen Köpfen und das ist auch heute ein ganz großes Problem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus